Her yeni ilacın tabii ki yan etkileri de olabilir. Bu ilacın yani aşının üzerinde büyük araştırmalar yapıldı. Önemli olan bu hastalığın riskini bu ilacın yani aşının yan etkileriyle karşılaştırmak ve ortaya çıkan tablo şu anda çok nettir. Covid-19 hastalığın riski bu ilacın yani aşının yan etkilerinden çok daha yüksek bir riski olduğunu görüyoruz. İlacın yani aşının yan etkileri ateşlenme, 1-2 günlük halsizlik olduğunu görüyoruz. Daha ağır yan etkileri pek büyük bir sayıda görmediğimizi söyleyebiliriz. Onun için size diyeceğimiz bu aşıyı size tavsiye ediyoruz. Ve bireysel sorularınız varsa doktorunuzla aşı olmadan görüşebilirsiniz. Ve bayanlara özel bir şey. Son günlerde sosyal medyada böyle bir iddia oldu. Bu aşı kısırlığa yol açabiliyormuş. Bu iddialar kesinlikle doğru değil. Bizim size tavsiyemiz aşınızı olun. Hem sevdikleriniz için, hem kendiniz için, hem de biraz da bizim için. Çünkü yorulduk. Covid-19 hastalığı yaklaşık bir senedir bütün dünyada insanların ağır hastalanmasına neden oldu. Birçok ülkede göçmen aileleri ve azınlıklar bu durumdan daha büyük bir risk altında. Bunun nedeni sosyoekonomik durum, dar konut durumları, çalışıldığı iş ama ön hastalıklar da. Yani bizim toplumda daha büyük bir risk var. Hem hastalığın ya da enfeksiyona kapılma hem de hastalığı ağır geçirme riski çok daha yüksek. Bunu her gün hastanemizde görüyoruz. En büyük kozumuz hem bu hastalığa karşı hem de pandeminin sonunu getirmek için aşı. Aşının yan etkilerini çok büyük görmüyoruz şu anda. Hele bir de bu hastalığın riskiyle karşılaştırırsak aşının riski çok daha düşük. Onun için diyoruz ki hem kendinizi düşünün, hem ailenizi düşünün ve kendinizi genç de hissetseniz ailenizi ve sevdiklerinizi düşünerek aşınızı olun ve bu pandeminin sonunu hep beraber getirelim. Alle zugelassenen Covid-19-Impfstoffe wurden sehr sorgfältig in großen, kontrollierten Studien an mehreren 10.000 Probandinnen und Probanden untersucht. Hierbei zeigte sich eine hervorragende Wirksamkeit und eine sehr gute Sicherheit und Verträglichkeit aller Impfstoffe. Bei Impfungen kann es allerdings in seltenen Fällen dazu kommen, dass Impfkomplikationen oder Nebenwirkungen erst nach der Zulassung auftreten, weil sie so selten sind, dass sie noch nicht einmal in so großen Studien auffallen. Dafür gibt es in Deutschland und in Europa Behörden, die Impfungen kontinuierlich überwachen und auf seltene Komplikationen und Nebenwirkungen hinweisen und dann Empfehlungen abgeben oder auch Impfstoffe wieder aus dem Verkehr nehmen können. Das heißt, alle zugelassenen Impfstoffe wurden sehr sorgfältig geprüft und werden kontinuierlich weiter überwacht. Im Kampf gegen das Coronavirus stehen uns mehrere Impfstoffe zur Verfügung. Zunächst alle in der EU zugelassenen Impfstoffe haben eine hohe Wirksamkeit. Aber was meint dieser Begriff Wirksamkeit eigentlich genau? Bei den bisher zugelassenen Impfstoffen haben wir hier Werte von 95% für die mRNA-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna, 80% bei AstraZeneca und 70% bei Johnson & Johnson. 80% wirksam heißt aber nicht, dass die Impfung nur bei 80% der Menschen wirkt. Die 80% beziehen sich darauf, dass sich das Risiko einer symptomatischen Infektion eines vollständig Geimpften um eben diese 80% reduziert im Vergleich zu einem Ungeimpften. Um diese Werte zu ermitteln, werden in Studien die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Hälfte bekommt ein Placebo und die andere Hälfte den Impfstoff. Im Verlauf wird dann beobachtet, wie viele dieser Studienteilnehmer an Covid-19 erkranken. Es lässt sich festhalten, dass alle derzeit zugelassenen Impfstoffe geeignet sind, um die Pandemie einzudämmen und eine hohe Wirksamkeit haben. Diese Prozentwerte sind nicht eins zu eins zwischen den Impfstoffen vergleichbar, da die Impfstoffe nie direkt in einer Studie verglichen wurden. Trotzdem können alle Impfstoffe Sie vor einer schweren Erkrankung oder vor einer Krankenhausbehandlung schützen. Eine Nachbeobachtung nach Impfung wird immer dann empfohlen, wenn man mit seltenen, aber kurzfristigen Impfreaktionen rechnen muss. Das sind zum Beispiel Kreislaufreaktionen mit Stürzen oder Panikattacken oder kurzfristige allergische Reaktionen. Falls solche seltene Reaktionen auftreten,
sollte auch die erforderliche medizinische Hilfe möglich sein. Daher wird nach der Impfung gegen Covid-19 routinemäßig für alle Personen eine Nachbeobachtungszeit von mindestens 15 Minuten im Impfzentrum oder in der Arztpraxis empfohlen. Längere Nachbeobachtungszeiten von 30 Minuten werden vorsichtshalber bei bestimmten Risikopersonen empfohlen. Beispielsweise bei Personen, die früher schon einmal auf andere Medikamente oder auf andere Impfungen mit schweren Allergien reagiert haben oder die gar einen allergischen Schock erlitten haben. Oder auch bei Personen, die stark gerinnungshemmende Medikamente einnehmen oder die an schweren Grunderkrankungen leiden von Herz oder Lunge. Was man bei Impfungen unter Langzeitfolgen versteht, sind sehr, sehr seltene Nebenwirkungen, deren Symptome sich aber relativ nah im zeitlichen Verlauf nach der Impfung bereits zeigen. Typischerweise innerhalb von 2 Monaten nach der Impfung. Und das ist genau dieser Nachbeobachtungszeitraum, den man bei den klinischen Zulassungsstudien hatte. Und dort sind mehrere 10.000 Menschen geimpft worden und bei diesen sind keine solche Langzeitfolgen aufgetreten. Was klinische Studien aber nie können, sind noch seltenere Ereignisse entdecken, die nur bei einem in 100.000 oder einem in 1 Million Geimpften auftreten. Und das ist jetzt zum Beispiel die Situation bei AstraZeneca, wo diese sehr seltenen Sinusvenenthrombosen einen in ungefähr 100.000 Geimpften betrifft. Das bedeutet aber auch, dass die Impfung für die meisten Geimpften immer noch viel, viel sicherer ist, als sich dem Risiko der Coronavirus-Infektion auszusetzen. Es gibt in Deutschland und in der EU mehrere zugelassene vektorbasierte Impfstoffe. Nicht nur gegen Covid-19, sondern auch gegen andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Ebola. Diese Technologie ist uns also nicht neu und wird jetzt auf Covid-19 angewandt. Das Prinzip ist dabei immer das gleiche. Es wird ein harmloses Trägervirus so modifiziert, dass es den Bauplan eines Proteins enthält, gegen das wir eine Immunantwort ausbilden sollen. Und dieses Virus wird sozusagen in die Zelle eingeschleust als Genfähre. Die Zelle selbst kann dann dieses Protein, das Antigen, produzieren und dann wird eine Immunantwort erzeugt. Das Virus selber kann in der Zelle nicht replizieren und es kann auch keine Erkrankung auslösen. Insofern sind vektorbasierte Impfstoffe sehr sicher, gut verträglich und auch sehr wirksam. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Antikörper für 7 bis 8 Monate auf sehr hohem Niveau stabil bleiben. Das heißt, 12 Monate sind wir ganz bestimmt geschützt, eventuell aber auch deutlich länger. Und wenn dann die Impfantwort nachlässt, dann muss man eventuell noch einmal boostern, also eine Boosterimpfung geben. Die könnte dann sogar angepasst sein an die neuen Varianten oder die Viren, die dann eben dominant sind. Und dann sind wir wieder geschützt. Wenn man eine Infektion hatte und die war vielleicht nicht so schwer im Krankheitsverlauf, dann ist die Immunantwort doch begrenzt und lässt nach 6 Monaten nach. Um dem vorzubeugen, empfiehlt man, nach 6 Monaten einmal zu impfen, aber eine Impfung reicht dann auch, weil Ihr Immunsystem springt dann direkt wieder an und dann haben Sie den vollen Schutz. Die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna sowie der Impfstoff von AstraZeneca werden zur Grundimmunisierung 2-mal gegeben. Durch die 2-malige Gabe wird das Immunsystem nicht nur initial mit dem Erreger bzw. dessen Bestandteilen in Kontakt gebracht, sondern durch die 2. Gabe nochmals verstärkt herausgefordert. Dies führt zu einer Optimierung des Impfschutzes. Die mRNA-Impfstoffe werden im Abstand von 6 Wochen und der AstraZeneca-Impfstoff im Abstand von 12 Wochen gegeben. Nach der ersten Impfung liegt der Schutz bei ca. 60-70%. Bei allen Impfstoffen werden höchstwahrscheinlich Auffrischungsimpfungen, sogenannte Boosterimpfungen, erforderlich sein, um den Impfschutz dauerhaft aufrecht zu erhalten. Nach einer Impfung kommt es zu Impfreaktionen, selten auch zu Nebenwirkungen oder gar Impfschäden. Ich spreche jetzt hier über Impfreaktionen, die zeigen, dass das Immunsystem arbeitet. Und diese Impfreaktionen treten früh nach der Impfung ein und sie sind vorübergehend und sie sind harmlos. Dazu gehören lokale Beschwerden an der Einstichstelle, Druckschmerzhaftigkeit oder auch Schmerzen. Dazu gehört Fieber oder jedenfalls Temperaturerhöhung bis hin zu Schüttelfrost, Kopfschmerzen,
Gliederschmerzen, auch Übelkeit oder Unwohlsein. Alle diese Beschwerden sind vorübergehend und sie sind häufig. Sie treten früh nach der Impfung ein und sie sind nicht besorgniserregend. Diese Behauptung ist ganz klar falsch. Zuerst einmal gelangt die Impfstoff-mRNA nicht in den Kern unserer Zellen, wo unsere DNA lagert, sondern nur in deren Außenbereiche, das sogenannte Zytoplasma. Die Impfstoff-mRNA selbst ist, wie alle anderen RNA-Moleküle in unserem Körper auch, extrem instabil. Nach 4 Wochen ist daher von der ursprünglich injizierten Impfstoff-mRNA praktisch kein einziges Molekül mehr in unserem Körper übrig. Damit die Impfstoff-mRNA überhaupt unser Erbgut verändern könnte, müsste sie erst einmal von RNA in DNA umgeschrieben werden. Das können aber unsere Zellen normalerweise gar nicht. Und selbst wenn das passieren würde und die entsprechende DNA tatsächlich in unsere eigene DNA eingebaut würde, dies würde sofort von unserem Immunsystem erkannt und die entsprechende Zelle abgetötet. Dafür wurde unser Immunsystem doch gerade durch die Impfung trainiert. Wir brauchen uns also keine Sorgen darüber machen, dass die neuen mRNA-Impfstoffe unser Erbgut verändern könnten. Der Covid-19-Impfstoff der Firma AstraZeneca ist wie die anderen Covid-19-Impfstoffe auch ein hochwirksamer Impfstoff in allen Altersklassen. Er ist zum Beispiel deutlich wirksamer als Grippeimpfstoffe, das meistens sind. Er verhindert zu quasi 100% einen Tod an Covid-19 oder auch eine sehr schwere Erkrankung und verringert das Risiko, überhaupt zu erkranken, um etwa 75-80%, was sehr gut ist. Abgewogen werden muss das gegen das Risiko einer schweren Impfnebenwirkung. So etwas tritt in Form dieser seltenen Thrombosen mit gleichzeitiger Blutungsneigung bei jungen Erwachsenen bei etwa 10 pro 1 Million Geimpfter auf. Damit ist ein Tod an Covid-19 in dieser Altersklasse immer noch um etwa den Faktor 4-10 wahrscheinlicher als ein schwerer Impfschaden. Noch viel positiver ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis in der Altersklasse der älteren Menschen über 60, für die die STIKO diesen Impfstoff ja empfiehlt. Da treten schwere Impfschäden bei etwa 4 pro 1 Million Menschen auf, während etwa 800 pro 1 Million Menschen in dieser Altersgruppe an Covid-19 verstorben sind. Insgesamt ist der Impfstoff also wirksam und hat ein günstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis in allen Altersklassen. Und bei den über 60-Jährigen ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis überragend positiv für den Impfstoff. Aufgrund der in seltenen Fällen beobachteten Sinusvenenthrombosen nach Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff, vor allen Dingen bei jüngeren Menschen, empfiehlt die Ständige Impfkommission allen Personen unter 60 Jahren, die bereits eine Erstimpfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff bekommen haben, für die Zweitimpfung einen mRNA-Impfstoff zu nehmen. Aus immunologischer Sicht kann eine solche Kombination sogar vorteilhaft sein und die Impfantwort des Immunsystems sogar verstärken. Ich erwarte mir von dieser Kombination daher eine gute Sicherheit und eine sehr gute Wirksamkeit mit einem exzellenten Schutz vor der Covid-19-Erkrankung. Die Entwickler dieses Impfstoffs haben in frühen Studien gesehen, dass schon eine Impfung zu hohen Antikörpertitern führt. Die haben dann die Wirksamkeitsstudien, die Phase 3-Studien, mit diesem Prinzip, also einmal zu impfen, durchgeführt und eine sehr hohe Wirksamkeit und Schutz vor schwerer Erkrankung bis zu 85% gesehen. Es ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich, dass einige Impfstoffe einmal verimpft werden oder andere mehrfach. Da sehen wir ja zum Beispiel auch beim Grippeimpfstoff, der wird einmal verimpft, und ein Hepatitis-Impfstoff zum Beispiel, da muss man dreimal impfen. Nein, die Impfung hat keine Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit der Frau. Die verfügbaren Covid-19-Impfstoffe wurden an Tausenden von Erwachsenen getestet und darunter waren auch viele Frauen im gebärfähigen Alter und Frauen mit Kinderwunsch. Die Europäische Arzneimittelbehörde verlangt im Rahmen der Zulassung umfangreiche Prüfungen, die auch für die Covid-19-Impfstoffe durchgeführt wurden. Und in diesen Studien gab es keine Hinweise dafür, dass die Impfung zu Schädigungen an den Fortpflanzungsorganen führen könnte oder zu einer Beeinträchtigung der weiblichen Fruchtbarkeit. Wenn die Impfung unfruchtbar machen würde, dann müsste auch eine durchgemachte Covid-19-Infektion unfruchtbar machen.
aber Unfruchtbarkeit nach Covid-19-Infektion ist weltweit nicht beobachtet worden. Die wissenschaftliche Fachgesellschaft der Frauenärzte empfiehlt Frauen mit Kinderwunsch sogar ausdrücklich, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, sobald der Impfstoff für alle zur Verfügung steht. Achtung, bugünkü dersimiz Almanca. Sayılarla başlıyoruz, gerisi çocuk oyuncağı. Bir ein, iki zwei, üç drei, dört vier. Sayı saymak Almanca da şiir yazmak gibidir.